Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich mache heute Was wäre wenn? Und es ist so unfassbar krass warm heute. Wirklich. Ich habe mir heute meine Haare gemacht. So richtig nice. Oh, der Lippenstift. Oh, der ist so. Ich liebe ihn einfach. Aber der gehört nicht mir. Ich habe ihn beim Douglas einfach mal drauf gemacht. Aber da war so teuer, ey. Der kostet 23 Euro oder so. Und ich habe schon einen Lippenstift, der wo 20 gekostet hat. Und das ist mir zu teuer alles. So, dann fangen wir mal an. Und zwar, was wäre wenn Video. Das sind 15 was wäre wenn Fragen. Und ich werde das einfach spontan, halt beantworten. Das ist hier so Fragen und ich entscheide es einfach mal spontan. So, die erste Frage ist, was wäre, wenn ich reich wäre? Das wäre nicht schlecht, ne? Also da würde ich auf jeden Fall mir ein Haus kaufen und ja, würde auf jeden Fall ein richtig geiles Leben machen, so richtig Luxus und so auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, ich wäre auch nicht die ganze Zeit daheim. Ich wäre wahrscheinlich viel unterwegs in verschiedene Länder und so. Ja. So, zweite Frage. Was wäre, wenn ich ein Hund wäre? Ich versetze mich jetzt gerade mal in Emily rein. Ja, also Emily hat ein cooles Leben. Also sie hat eigentlich volles gechillte und geiles Leben. Also ich würde es schon cool finden, wenn ich ein Hund wäre. Aber ich würde jetzt nicht tauschen wollen. Also wenn ich jetzt Mensch wäre, würde ich jetzt nicht unbedingt Hund sein wollen. Weil als Hund, ja, kann man nicht shoppen gehen, kann man nicht bestimmen, was man isst. Und ja, okay, bestimmen, was man isst. Also sie kann schon bestimmen, was sie isst. Wenn sie es nicht will, dann isst es nicht, ne? Aber jetzt so. Sie kann halt nicht in den Supermarkt rein und sich irgendwas kaufen oder so. Und ja, weiß nicht. Ich bin lieber Mensch. Aber es wäre trotzdem cool, wenn ich ein Hund wäre. So, drittens, was wäre, wenn ich 1 Million hätte? Ja, es ist ja fast wie die erste Frage, nur reich. Okay, mit 1 Million ist man eigentlich auch schon reich, oder? Also, aber ich denke jetzt mal, also die erste Frage ist jetzt reich mit. Keine Ahnung, voll viel Geld auf jeden Fall. Und 1 Million ist halt so begrenzt reich nur. Keine Ahnung. Ja, würde ich mir auch auf jeden Fall auch also ein Haus kaufen. Und Luxus pur halt, ne? Ja. Viertens, was wäre, wenn du einen Wunsch frei hättest? Dann würde ich mir wünschen, dass ich noch weitere Wünsche frei hätte. Nee, also wenn das halt gehen würde. Und wenn nicht, dann würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass ich für immer lebe und mein Hund auch. Und dass ich halt immer glücklich bin und ganz viel Geld habe. Ja, fünftens, was wäre, wenn ich fliegen könnte? Ich glaube, dann hätte ich Angst, weil ich fliege nicht gern. Also ich war früher auch sehr viel auf Kiliani und so mit Fahrgeschäften und so, aber also das war jetzt erst in Juni oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall vor ein paar Wochen war das bei uns und ich bin einmal was gefahren und danach bin ich erstmal auf die Toilette gerannt, ja, also von daher so fliegen durch die Luft schleudern werden und sowas ist einfach gar nichts mehr für mich. Ich werde, glaube ich, alt. Also ich vertrage das einfach gar nicht mehr. Und ja, was wäre, wenn ich fliegen könnte? Ja, wäre jetzt, finde ich, nicht so cool, aber vielleicht würde ich es dann nicht nutzen oder so. Weiß ich nicht, also. Sechstens, was wäre, wenn ich mit Tieren sprechen könnte? Das wäre so geil, ey, wirklich. Das wäre mega. Das wäre echt cool. Siebtens, was wäre, wenn ich Gedanken lesen könnte? Oh, ich glaube, das möchte ich gar nicht lesen können, weil sonst würde jeder einfach
ohne Grund praktisch eine Schelle bekommen. Und er wüsste eigentlich gar nicht, warum ich ihm eine Schelle gebe, aber ich wüsste halt warum, weil er irgendwas Dummes gedacht hat und ich könnte mich da, glaube ich, nicht beherrschen und dann würde ich ihm einfach eine geben, die Person. Deswegen, ich weiß nicht, ob das so cool ist, obwohl es schon cool wäre, wenn er zum Beispiel, wenn ich jemanden kennenlerne und er will mich verarschen, und dann weiß ich es ja schon von vornherein, ne? So, Dalle. Achtens, was wäre, wenn ich in einen dunklen Tunnel bin? Was soll dann sein? Dann laufe ich durch und gut ist, oder? Was soll ich dann machen? Keine Ahnung. Neuntens, was wäre, wenn ich ein Jahr Urlaub hätte? Also wenn ich jetzt ein Jahr nicht arbeiten müsste, dann wäre es sicher langweilig. Aber ich glaube nicht, dass man ein Jahr Urlaub bekommt, es sei denn, man kriegt ein Kind oder so. Und dann finde ich es eigentlich nicht schlimm, wenn man jetzt ein Kind hat und man ist ein Jahr zu Hause. Dann denke ich mal schon, dass es trotzdem anstrengend ist, ein Kind zu haben. Von daher, keine Ahnung. Also wäre schon cool. Aber ich glaube, es wäre auch mega langweilig, nur daheim rumzusitzen jeden Tag. Und ich glaube, auf Dauer, wenn man nur daheim rumsitzen würde, würde man auch depressiv werden. Also meine eine Nachbarin, die ist wirklich immer daheim. Die geht nicht mal zum Briefkasten, ja, nicht mal zum Müll, nichts, ja. Und die ist so richtig frech und alles und ja. Deswegen, das wirkt sich dann auch auf die Person drauf aus. Deswegen würde ich nicht ein Jahr daheim rumsitzen oder so. Und wenn ich, ja, weil wenn ich ein Jahr Urlaub hätte und ich hätte kein Geld, kann ich auch nicht wegfliegen oder sonst irgendwas. Obwohl ich fliegen würde ich eh nicht, wenn, dann würde ich mit dem Auto oder irgend so fahren. Okay, was wäre, wenn alle Drogen legal wären? Ich glaube, dann wären viele tot. Also ich finde das jetzt nicht gut, also ich finde das gut, dass solche Drogen nicht erlaubt sind. Also so, vor allem, da steht ja alle, ne? Also wenn jetzt so Gras und sowas erlaubt wäre, wäre es noch in Ordnung. Aber so andere Drogen echt gar nicht. Das ist überhaupt nicht gut. Und Gras, naja, wer es halt braucht, da ich brauche es nicht. Also ich wusste nicht, für was es gut ist, aber okay. 11. Was wäre, wenn du jeden Wunsch anderen erfüllen könntest? Was wäre, wenn du jeden Wunsch anderen erfüllen könntest? Also wenn ich praktisch eine Fee wäre oder was und ich jeden einen Wunsch erfüllen könnte. Ja, ich würde nicht jeden einen Wunsch erfüllen. Sage ich ganz klar, ne? Also nur Menschen, die wo auch nett zu mir sind und so und ich auch lieb hab. Und ja, denen würde ich auf jeden Fall einen Wunsch erfüllen. Oder wenn jetzt zum Beispiel kranke Menschen zu mir kommen und würden sagen, dass sie gesund werden wollen und ich würde das erfüllen können, dann würde ich das auch machen. Okay, 12. Was wäre, wenn du jeden Schmerzen zufügen könntest, nur mit Blickkontakt? Oh, das wäre cool. Ja, es wäre cool. Würde ich cool finden. 13. Was wäre, wenn mir einer 500 Euro geben würde? Ja, kommt drauf an, für was, ne? Also, wenn ich jetzt durch die Stadt gehe und einer sagt, hier 500 Euro, einfach mal so, ne? Nehme ich es an und gut ist, ne? Aber wenn jetzt einer sagt, hier 500 Euro fürs. Dann sage ich, nein, du kannst dein Geld gerne behalten und kannst in einen Puff rein. Aber so fürs Verschenken, wenn mir jetzt einer 500 Euro schenken will, warum soll ich sagen, nee, danke, also hallo, würde ich es natürlich annehmen. 14. Was wäre, wenn ich nichts mehr zu essen gebe? Was würde du dann nochmal? Was wäre, wenn es nichts mehr zu essen geben würde? Dann würde man verhungern, oder? Oder nicht? Das für eine Frage. Ja, da würde man verhungern wahrscheinlich, wenn nichts mehr zu essen geben würde. Aber es wird, glaube ich, nie der Fall sein, weil es gibt immer irgendwas zu essen.
So, fünftens, was wäre, wenn ich für immer leben könnte? Ja, das war ja einer meiner Wünsche. Und ja, was wäre, wenn ich für immer leben könnte? Das wäre auf jeden Fall mega cool, weil, ja, ich mag auch so Vampire und so und ich würde das mega cool finden, auf jeden Fall. Ja. Jo, und das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, meine Facebook-Seite steht unten in der Infobox. Und ja, ich mache jeden Samstag ein neues Video. Und ich freue mich schon, dass ihr immer so zahlreich mich abonniert. Also ich habe jetzt schon 100 Abos. Und das ist echt cool, weil ich hätte niemals gedacht, dass ich schon so viele habe. Vor allem, ich mache das ja jetzt noch nicht so lange, also ein paar Monate nur. Und dafür bin ich eigentlich schon recht stolz, dass ich 100 Abos habe. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass es noch mehr wird. Also, ich finde es einfach schön, so YouTube zu machen. Ich verdiene da ja nichts damit. Und vielleicht irgendwann, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Aber ist mir jetzt auch nicht wichtig. Ich möchte jetzt nicht unbedingt ein Star werden oder so. Ich möchte einfach euch unterhalten und ja, mehr nicht. Ja, und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.